Willkommen zu The Legend of Zelda Twilight Princess für den DS. Ja, wirklich. Seht ihr doch. Ich fange gleich mal an. Man hat eine Möglichkeit hier zu interagieren und das geht einfach, wenn man hier auf Play drückt. Ja, es ist der Trailer zum 2005, also der Trailer von 2005 zum Wii, beziehungsweise GameCube Game, Zelda Twilight Princess. Ich habe letztens ein Video gesehen und dachte, was? Twilight Princess für DS? Ich meine, dass es eine Wii U HD Version gibt, das weiß man ja, ist schon länger draußen, aber für DS? Dann habe ich das Video geschaut, ja, man sieht das hier und ja, was soll ich dazu sagen? Es tut mir wirklich leid, wenn ihr hier was anderes erwartet habt. Es hätte auch gut ein April-Schätz-Video sein können, aber ja, ich kann auch nichts machen, ne? Es ist, aber ich freue mich einfach, also ich muss mal die Geschichte erzählen, soweit ich das weiß. Es ist eigentlich der E3-Trailer von damals und Spielemagazine und ich weiß nicht, ob es damals schon Let's Player gab, bekannte. Sorry. Die bekam einen Brief mit irgendwie groß wie eine CD-Hülle drin und da drin war eine DS-Speicherkarte, also eine DS-Gamecard. Und das ist das hier, ne? Also, wer kommt auf die Idee, ja, ich glaube, das ist das Einzige, oder ob es da noch mehr gab, aber wer kommt auf die Idee, ein Wii-Game, also, meine, man kann ja auch heute Spiele-Trailer auf dem 3DS schauen und so, das will ich ja gar nicht beschmutzen, aber, also, ich meine nicht, also, damals gab es schon Internet, ne? Schon YouTube. Also meine Frage ist auch, wie kommt man darauf, sowas für ein DS zu... Also vermarkten kann man das ja eh nicht, ne? Es ist ja kein Kostenpunkt dabei. Das bekamen ja die Geschäfte so. Ja, oh, ich drücke auch nochmal auf Play, was soll's? Ja, also meine Frage ist einfach so, wieso? Wieso bringt man ein DS-Trailer? Ich meine, es ist ja weder grafisch noch spielerisch eine Kostprobe, ne? Es tut mir leid, ich finde es einfach so witzig, es ist... Ich muss einfach lachen, wenn ich das so sehe. Ich will nicht natürlich das Spiel oder so nicht, wie gesagt, verunglimpfen, aber... Ich muss einfach lachen dabei. Ja, also wie soll ich das hier nennen? Demo-Version? Let's Test? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Man hat ja Interaktionsmöglichkeiten. Man kann auf Stop... Ich meine, ich kann Stop, der hält es dann einfach an, oder? Ah, es ist wirklich komplett Neustart. Okay, mach nochmal. Es tut mir wirklich leid, wenn ihr was so Großes erwartet habt hier, ne? Ich war damals auch baff, was ich gelesen habe bei einem Video. Wie gesagt, Twilight Princess DS Trailer. Und ich, was? Kann das immer, was das irgendwie mal ein Projekt oder so? Ich meine, es hätte ja sein können, irgendwie für ein 3DS, aber es hätte ja auch sogar gar keine Logik, das Projekt. Für ein DS, hallo? Und dann 3DS, also, keine Ahnung. Also, für 3DS, aber DS nur beschriftet, oder? Und, ja. Aber, ich war letztens auf einer Emulations-Download-Seite. Und dachte, ach komm, zum Spaß, guckst du mal. Zelda, Phantom Hourglass, Spirit Tracks. Oh. Twilight Princess DS Trailer. Ja. Ja, es ist einfach herrlich. Ich finde sowas einfach so genial. So genius und alles, also. Ja, mehr dazu kann ich auch nicht sagen. Den Trailer haben wir schon komplett gesehen, die Musik ist... Ja, es ist ein normaler Trailer, ich meine, wenn man heute uralte Videos
anschaut von 2005, die haben ja auch nicht größere Auflösung, also vielleicht ist das der Zweck dahinter, so geschweige denn 600x800 oder keine Ahnung, was das für eine Auflösung hat, also DS-Auflösung, aber ich will nicht mehr lang drum herum reden, das war der Trailer zu einem Spiel, das schon sogar eine HD-Neufassung bekam, zu reden. Entschuldigung, hab noch was im Hals. Ja, also, danke fürs dabei sein. Entschuldigung, wenn ihr euch veräppelt fühlt von mir, das war nicht die Absicht. Ja, supporten, wenn ihr wollt. Und ja, das Let's Play läuft ja bei mir immer noch und wird auch bald weitergehen. Also, bis denne. Tschüss.